Mein Name ist Günter Baczewski, bin vom Stadtordnungsdienst, leite den Stadtordnungsdienst. Wir sind im Bereich der Kölnstraße, im Abschnitt Engländer Weg bzw. Friedlandstraße und haben hier extreme Verschmutzungen der Fahrbahn. Vermutlich aufgrund der Demo, die gestern stattgefunden hat, ist auch die Straße jetzt extrem verdreckt. Und ja, im Moment läuft noch eine Reinigungsarbeit. Vielleicht könnte ich kurz erklären, wie sieht diese Verschmutzung aus und was sind jetzt hier die Maßnahmen vor Ort und von wem werden diese Maßnahmen durchgeführt? Die Art der Verschmutzung ist einfach der festgefahrene Lehm, der von den Feldern, von den Traktoren, vermutlich Traktoren, auf die Straße übertragen wurde. Im Laufe der Nacht und im heutigen Vormittag ist er festgefahren worden und ist mit normalen Kehrmaßnahmen nicht zu beseitigen. Bonn-Orange hat erste Versuche gemacht mit Wasser, hat nicht gereicht. Im Moment ist eine Spezialfirma dran, dieses aufzuweichen und entsprechend anschließend mit Bonn-Orange dann nochmal wieder zu reinigen. Ja, auf welcher Fläche oder auf welchen, ja, wie groß ist diese Verschmutzung? Also wie viele Meter oder Kilometer sind da betroffen? Also im Moment haben schätzungsweise zwischen 400 und 500 Meter, weil der ganze Bereich zieht sich bis Bornheim rein. Anfang Bornheimer, also verlassener Stadtgebiet Bonn, gehen nach Bornheim rein. Zwischen 400 und 500 Meter ist also schon diese starke Verschmutzung. Sie haben das angesprochen, da waren jetzt wahrscheinlich Traktoren schuld. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären, wie kam es dazu? Wir hatten gestern in Bonn die große Bauerndemo. Entsprechend die Landwirte sind mit Traktoren angereist, haben ihre Fahrzeuge hier auf die umliegenden Felder abgestellt, um einigermaßen den Verkehr fließen zu lassen. Gut, bei der Abreise ist natürlich der Dreck von den Traktorenreifen, vermutlich Traktorenreifen, dann auf die Straße gekommen und da kam es zu der Verschmutzung dann. Ja, vielleicht noch, wie sieht das jetzt hier mit den Sperrungen aus? Hier muss ja teilweise auch gesperrt werden. Genau, damit die Kehrmaschinen von Bonn Orange und von der Spezialfirma ungestört arbeiten können, haben wir den Bereich gesperrt. Verkehr muss leider umgeleitet werden, aber hier laufen die Reinigungsarbeiten laufen gut im Moment, sodass wir davon ausgehen, dass wir so in 2 Stunden, denke ich mal, die Straße wieder freigeben können. Aber muss jetzt schon sein, dass der Einsatz locker 6 Stunden dauern wird? Auf jeden Fall, bis der Boden einmal wieder aufgelockert ist durch die Spezialfirma, dann Bonn Orange nochmal wieder. Also 6 bis 8 Stunden, bis die Straßen komplett bis Bornheim frei sind, muss man davon ausgehen, ja.